Heute gibt es ein Unterwasserexperiment. Warnung! Das folgende Video dient nur zu Demonstrationszwecken. Ich übernehme keine Haftung für Sach- oder Personenschäden bei Nachahmung des Versuches. In meinem Lichtbogenexperiment habe ich schon des Öfteren erwähnt, dass dieser aus Plasma besteht. Aber was ist Plasma eigentlich für ein Material? Um das schon mal klarzustellen, es ist kein Material an sich. Es ist ein Aggregatzustand. Davon kennen die meisten von euch wahrscheinlich folgende drei. Fest, flüssig und gasförmig. Plasma ist ein vierter und kommt nach dem gasförmigen Zustand. In diesem Zustand ist so viel Energie vorhanden, dass sich die Elektronen von den Atomen lösen. Übrig bleiben positiv geladene Ionen. Wenn das Elektron nun wieder vom Atom eingefangen wird, wird die überschüssige Energie in Form von Licht freigegeben. Dieses leuchtet dann auch in der für das Atom entsprechenden Farbe. Und dieser Zustand kann nun durch sehr hohe Temperaturen oder elektrischen Strom erreicht werden. Bei diesem Experiment könnte man sogar auf beides schließen. Ihr habt übrigens auch schon mit Plasma zu tun gehabt. Und das nicht nur mit einer Plasmalampe, wie sie in der Beschreibung verlinkt ist. Viel einfacher. Feuer. Und das für uns wohl am meisten bekannte Feuer, welches wir mit Holz machen, brennt mit einer für Kohlenstoffatome typischen orangenen Flamme. Auf jeden Fall können wir uns merken, dass Plasma ionisiertes Gas ist und dass für diesen Zustand eine Menge Energie erforderlich ist. Wenn also dieser Aggregatzustand dem gasförmigen sehr ähnlich ist, hat mich dieser Kommentar eines Abonnenten auf eine Idee gebracht. Kann ein Lichtbogen in einem gut kühlenden, flüssigen Medium wie Wasser entstehen? Ich wäre nicht richtastisch, wenn ich es nicht probieren würde. Hierfür habe ich mir also ein Aquarium besorgt, es mit Wasser gefüllt und meine typischen Plasmaversuche durchgeführt. Ich bin mal gespannt, was mit Graphit und Kupfer passiert. Überraschenderweise fängt es an zu leuchten. Wenn das so ist, frage ich mich, wie wohl Graphit auf Graphit aussehen wird. Es leuchtet auch und das auch noch wesentlich stärker. Aber wie kann das sein? Man sieht auf jeden Fall Gasblasen aufsteigen. Das könnte nun dadurch der Fall sein, dass das schwach leitende Leitungswasser elektrolytisch in die Gase Wasserstoff und Sauerstoff zersetzt wird, der Stromfluss und die damit verbundenen Temperaturen das Wasser zum Kochen bringen, wodurch Wasserdampf entsteht, oder dass hierbei so hohe Temperaturen entstehen, dass das Wasser thermisch in Wasserstoff und Sauerstoff zersetzt wird. In allen drei Fällen wäre Gas vorhanden, also Wasserstoff, Wasserdampf und/oder Sauerstoff. Und diese Gase können nun ionisiert werden. So lautet zumindest meine Vermutung zur Entstehung des Unterwasserlichtbogens. Aber was meint ihr? Schreibt es mir in die Kommentare. Jetzt bin ich mal gespannt, wie Feuerstahl auf Graphit aussieht. Ziemlich interessant, aber mir ist aufgefallen, dass bei Feuerstahl auf Eisen viel mehr und viel mehr bläulich leuchtendes Licht entsteht. Und das finde ich noch etwas schöner anzusehen. Dieser Dreh war wohl einer der spaßigsten, die ich jemals hatte. Die vorhin erwähnte Elektrolyse des Wassers hat allerdings meinen Krokodilklemmen den Rest gegeben. An der Kathode entsteht Wasserstoff, welcher noch unbedenklich ist. Anders ist es mit dem Sauerstoff, der an der Anode entsteht, denn dieser haftet sich direkt an das Eisen aus der Stahlklemme. Und was bedeutet das? Na, dass das Eisen zu Eisenoxid oxidiert wird. Wir haben gerade professionell meine Krokodilklemmen verrosten lassen. Yay! Die Dinger überleben nicht lange bei mir. Aber wenn sie jetzt eh schon zerstört sind, will ich noch herausfinden, ob die Temperaturen des Lichtbogens hoch genug sind, um Magnesium unter Wasser zu entzünden. Denn das würde chemisch gesehen funktionieren, weil das Magnesium dem Wasser den Sauerstoff entziehen kann. Dadurch würde das Magnesium zu Magnesiumoxid oxidiert werden und reiner Sauerstoff würde übrig bleiben und aufsteigen. Das ist auch in dieser Aufnahme an der ungewollten Knallgasreaktion gut zu sehen. Aber das Unterwasseranzünden hat nicht funktioniert. Das hätte mich auch stark gewundert, denn das Wasser erstickt zwar nicht die Flamme, kühlt aber dafür das Magnesium so stark herunter, dass die Aktivierungsenergie dieser Reaktion unterschritten wird. Somit konnte sich diese nicht mehr am Laufen halten. In Wasserdampf allerdings sollte besagte chemische Reaktion sehr gut funktionieren. Das klappt übrigens auch in CO2-Atmosphäre mit eingeblendeter Reaktionsgleichung. So sah übrigens der Feuerstahl nach dem Versuch aus. Und so die Bleistiftminen, welche als Graphitelektroden dienten. Welcher von den gezeigten Versuchen hat euch am besten gefallen? Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn es dir gefallen hat, musst du dir noch unbedingt mein Video anschauen, in dem ich Feuerstahl an Luft unter Strom setze. Und vergiss nicht, den Daumen nach oben zu geben und den Abo-Knopf zu drücken, um kein weiteres Experiment mehr zu verpassen.